Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Antichamber. Beim letzten Mal sind wir hier ein bisschen durch die Gänge umhergeirrt und haben einfach geguckt, was wir so tun können und waren dann hier in dem grünen Raum, genau. Sind aber nicht weitergekommen, deswegen bin ich dann in diesen blauen Raum gegangen und wir schauen mal, was uns hier jetzt so erwartet. A window of opportunity can lead to new places if you are willing to take a closer look. Moment, da waren wir doch schon. Da haben wir doch dieses Gerät hier gefunden. Auf der anderen Seite. Jetzt sind wir also hier. Interessant, wow. Das ist sehr trippy. Das ist ja gemein. Je weiter ich nach hinten gehe, desto. Wow. Wow. Das ist ein ziemlich cooler Effekt. Schon wieder so ein Bullsauge. Bullauge. Das hört sich jetzt an, als wären wir in einem Sumpf. Und wir gehen immer tiefer hinein. Immer tiefer. Jetzt alles nur noch braun. Moment. Das ist der. Oh nein, das ist der Gang, der grüne. Look a little harder and you will find a way forward. So sieh ein bisschen. Ja, aber klar, schau ein bisschen genauer nach und du wirst einen Weg nach vorne finden. Aber den Weg nach vorne haben wir ja schon gefunden. Das war ja eben dieser braune Gang hier. Den haben wir doch am Anfang schon genommen. Ja, ich weiß, das Spiel erwartet wahrscheinlich, dass wir einen anderen Weg nehmen am Anfang. Wenn ich jetzt hier. Das ist neu. Das war beim letzten Mal noch nicht, oder? The end may come before we were ready to get there. Das Ende kann kommen, bevor wir dazu bereit waren. Hey! Aber ich wollte noch gar nicht zum Ende. Ah, das Spiel will mich verarschen. Life isn't about getting to the end. Ja, im Leben geht es nicht darum, das Ende zu erreichen. Das ist ja gemein. Wir haben noch 1 Stunde, 3 Minuten Zeit und sind. Oh, sieht gar nicht mal so komplex aus mit den Räumen. Aber ihr könnt von hier aus das Muster sehen. So ein bisschen. Schaut mal. Da ist irgendein Muster drin. Interessant. Mysteriös. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Und schauen, was wir finden können. Ich vermute mal. Wenn ich da jetzt durchgucke, dann komme ich auf der anderen Seite raus. Ja. Ja, da war ich gerade eben. All, at times we need to view the world from someone else's perspective. Ja, das kann gut sein, dass wir mal das Leben aus der Perspektive eines anderen sehen. Vor allem, ich finde das cool hier, der Teenager mit den ganzen Klamotten und dem Hut vom Alten auf und der Alte mit dem Hut vom Teenager auf. Cool. Ein bisschen Angst. Ich will nicht durch das Blaue gehen. Aber hier waren wir doch schon. Bloß da vorne, das war anders. Hier haben wir die Kanone gefunden. Ja. Und. Wow. Kann ich da durch oder kann ich da nicht durch? Nee, da kann ich offensichtlich nicht durch. Aber das ist krass. Ja, das ist der einzige Weg, den wir nehmen können. Oh Mann. Ich habe jetzt bloß leider keine Blöcke, deswegen komme ich hier nicht weit. Ah, doch, ich kann den dann nehmen. Ja gut, das Spiel kennen wir ja schon. Wir platzieren den Block da, nehmen ihn wieder mit. Platzieren ihn wieder hier, um dort weiterzukommen. Und dann kommen wir gar nicht mehr weiter, weil mir ein Block fehlt. Was mache ich denn jetzt? Das ist schlecht. Wir kommen jetzt weder vorwärts noch zurück. Ich denke mal, ich muss mal Escape drücken. What? Some events happen whether we want them to or not. Oh, einige Sachen passieren, ob wir es wollen oder nicht. Wie der 21. Geburtstag zum Beispiel. Tja. Den habe ich leider schon hinter mir. Eine Ente? Nee, das ist der Hase.
Ich dachte, das sah erst aus wie... das ist eine coole Illusion. Wenn man es von der einen Seite her betrachtet, ist das der Entenschnabel und das natürlich das Auge. Hier sind die Federn. Von der anderen Seite betrachtet her sind das aber die Füße, das ist der Kopf und das sind die Ohren vom Hasen. Cool. Ist mir erst gar nicht aufgefallen. Hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, ich glaube nicht. Das haben wir alles gelesen. Ja. Jetzt gibt es ja auch noch einen Weg nach links. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin, was wir wahrscheinlich am Anfang hätten machen sollen. Und zwar zu Walk. Naja, vorher stand da noch Springen, jetzt steht da G. Deswegen gehen wir mal langsam ran. Das ist nämlich etwas, was ich auch schon entdeckt hatte. Wir können hier rüber gehen, wenn wir langsam vorgehen. Cool, ne? Taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Ja, den ersten Schritt zu machen kann schwerer sein, als den Rest zu tun. Links oder rechts? Geht's hier überhaupt weiter? Nö. Und ich wette, wenn... Wow. Ha, cool. Das ist übel. Fly? Ich weiß nicht, ob ich fliegen kann. Also langsam mit langsam gehen funktioniert es hier nicht. Aber vielleicht, wenn ich springe, funktioniert nichts. Schade. Aber ich wollte doch fliegen. We fall down when there's nothing there to support us. Ja, wir stürzen, wenn da nichts ist, was uns unterstützen kann. Und ich vermute mal, wenn wir da Blöcke haben, können wir die Blöcke an die Seite setzen und darüber kommen. Aber ich habe ja momentan leider keine. Das Bild ist sehr passend. Mit dem heilverseuchten Wasser, aber auf der anderen Seite wartet eine Hütte und Feuer und... Ich denke mal, das soll die Sonne sein. Das sieht aber ja aus wie eine Spinne. Eine Riesenspinne. Vielleicht ist es auf der kleinen Insel hier doch nicht so schlecht. Oh, Blöcke, Blöcke, Blöcke. Die nehme ich gerne mit. Die stellen sich ja wieder her. Dann komme ich hier gar nicht durch. Nein, ich will hier durch. Na toll. Aber ich kann meinen Blockvorrat auffrischen. Das ist ja immerhin etwas. La 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 la. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich mitnehme. Ah, warte mal. Wenn ich mir jetzt so viele mitnehme, dann kann ich mir wieder eine Brücke nach oben bauen. Mache ich das doch einfach mal. Wow. Nein. Nein. Also nochmal. Ich will da... Okay, machen wir das anders. Ich baue mir tatsächlich nicht eine Treppe. La 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 la. Das kann ja nicht so lange dauern. Ist ja nicht weit. Vielleicht schon ein bisschen. Aber ich kann mir die Dinger ja wieder mitnehmen. Das könnte allerdings eine halbe Ewigkeit dauern. Ich glaube, ich mache das doch so. Ah, das funktioniert sogar. Ich darf bloß nicht runterfallen. Nein! Das ist unglaublich. Egal, ich versuche das nochmal. Ja, so scheint es zu funktionieren. Mit diesem Winkel... Boah, was für einen großen Vorrat an Blöcken haben wir eigentlich. Das wird ja gar nicht weniger. Coole Sache. La 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 la. Und sonst so? Alles gut. Na, ja, wir kommen in den grünen Bereich. Das ist schön. Und jetzt sind wir ganz oben. Fly? Ja, von da hinten kamen wir. Und hier müssen wir alle unsere Blöcke wieder loswerden. Ja. Ah, wir haben eine Brücke gebaut. Building a bridge can get you over a problem. Ja. Wir haben zwar keine Brücke gebaut, wir sind einfach von da unten hier hoch, aber das ist ja irrelevant. Machen wir mal unsere Blöcke wieder kaputt. Ja. Ernsthaft? Ich brauche hier doch einen Block, um weiterzukommen. Das ist ein S oder eine 2, je nachdem. Na, ganz toll. Kann ich den... Moment, ich kann den Block da drin platzieren. Nur die Blöcke in meinem... Ja, Ich müsste den Block irgendwie da hinkriegen, weil ich vermute mal, wenn ich den hier drin aufnehme, dann ist er weg. Ja. Das ist ein Problem. Und ich vermute mal, das ist auch ein Problem, das ich nicht umgehen kann. Weil von hier aus kann ich ja nur... Na gut, dann komme ich hier erstmal nicht weiter. Vielleicht später, vielleicht habe ich dazu auch jetzt schon die Möglichkeit. Ich bin nur gerade zu doof.
Dann springen wir einfach mal wieder hier runter. Nehmen uns wieder ein paar Blöcke mit. Denn die können wir bestimmt gebrauchen. Die hätten wir allein bei diesem Kreuzgatter da gebrauchen können. Und dann gehen wir erstmal den anderen Weg lang, der da noch ist. Denn den haben wir noch zur Verfügung. So, das sollte reichen. Lässt du mich durch? Dankeschön. Das klingt nicht gut. The path of least resistance is a valid option. Der Pfad des geringsten Widerstands ist eine Option. Ja, das klingt doch schon mal gut. Oh. Nicht schon wieder so ein Ding. Ich will da erstmal noch nicht runter. Cool. Das Ding macht Löcher an die Wand. Da kommen Laser raus. Ha. Interessant. Das möchte ich mir aber später angucken. Ich möchte eigentlich erstmal hier... Wow. Hoch. Cool, das ist eine Treppe. What looks out of reach may only be a few steps away. No. Komme ich hier durch? Nein. Was passiert, wenn ich das komplett fülle? Vielleicht hilft das ja. Vielleicht hätte das auch unten bei dem anderen Gitter geholfen. Wenn ich mir einfach viele Blöcke geholt hätte und dann den Rest ausgefüllt. Vielleicht funktioniert das ja. So ein bisschen wie Lego. Bloß, dass man einfach nur Formen ausfüllt und nicht irgendwas Cooles baut. Schade. Das hat irgendwie nichts gebracht. Aber vielleicht, warte mal. Nee, ich kann das Grüne leider nicht mit einem Blauen füllen. Da habe ich nicht die Option... Oh, warte mal, hier. Nee, der blaue Block wird wieder aufgelöst. Okay, was außerhalb der Reichweite aussieht, kann ganz nah sein. Aber wie komme ich denn hier durch? Das würde ich echt gerne wissen. Ich würde da nämlich gerne hin. Lasst mich da durch. Na, ich mache erstmal das ganze blaue Zeug wieder weg, denn das behindert gerade nur. Wenn ich, kann ich hier nicht durch? Ich bin zu breit. Also mit der Höhe her müsste es passen. Aber ich bin zu breit. Das passt nicht. Schade. Lasst mich da durch. Na gut. Dann gehen wir mal hier lang. Das wird irgendwie lila. Das finde ich... Ja, der Pfad des geringsten Widerstands ist eine valide Option. Deswegen gehen wir einfach hier durch. Ich finde das cool. Yay. Sieht aus wie der magische Ball von Twinsen. Some paths are straightforward. Ja. Dumm. Oh nein. Ja. Was mache ich denn, wenn ich hier keine Blöcke habe? Dann komme ich hier gar nicht weiter. Ist das Sinn und Zweck der Sache? Ich muss jetzt hier... Oh Gott, wie tief geht das denn? Vor allem, das sieht so aus, als wäre da unten... Da komme ich sowieso nicht mehr weiter mit meinen Blöcken. Weil da ist wieder so ein komisches Gel. Ha, na gut, gucken wir erstmal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Schaden kann es ja nicht. Na, potenziell schon. Aber hier komme ich nicht weiter. Ja, jetzt habe ich keine Blöcke mehr. Vielleicht passiert ja irgendwas, wenn ich mich wieder hochschnellen lasse. Yay! Oh. War das schon die ganze Zeit hier? Life has a way of pushing us in the right direction. Ja. Nochmal Glück gehabt. What?
Da ist schon wieder das Pendulum. Ich möchte eigentlich hin. Ah, cool. Wir können, wenn wir langsam gehen, hier wieder rüber. Hier dran vorbei. Ich glaube, wenn ich springe, dann ist das auch weg. Oder? Ich möchte es nicht ausprobieren. How we perceive a problem? Ja. Was? Das ist anders. How we perceive a problem can change every time we see it. Also jedes Mal, wenn wir etwas sehen, dann kann es sich ändern. Ja, das ist ja mit diesem Hasen, der eigentlich eine Ente sein könnte. Das stimmt schon. Ja, hier sind wir beim letzten Mal durchgegangen. Oh. Ah! Cool, aber ich will mir erst das Pendel nochmal ansehen. Ah, den Raum habe ich gesehen. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel für nicht-euklidische Geometrie. Und zwar haben wir einen Würfel und von jeder Seite aus sehen wir in einen anderen Raum hinein. Davon hatte ich erzählt. Das ist cool. Das ist verdammt cool. Das Museum der nicht-euklidischen Geometrie. Oh, ja, ein Pendel, das uns live anzeigt. Verschiedene mathematische Operationen und... Na, das ist keine Ahnung. Pong! Yay! Ha. Cool. Was bist du denn? Sieht irgendwie gruselig aus. Oh Mann. Sieht aus wie irgendein Konstrukt aus. Das ist irgendwie ein Konstrukt aus Proteinen oder so. Leitern. Ist das schön. Von wo kam ich? Achso, okay. Ich bin da hin und falsch schon beigegangen. Okay. Ich dachte gerade. Oh, ein blaues Ding. Ich will es haben. Vor allem, weil alle Pfeile drauf zeigen. MIA. Missing in Action? Hoffentlich nicht. Noch mehr blaue Blöcke. Ja, das haben wir schon gesehen. Das ist auch cool. Wow, das hat gerade eine Scheibe gebildet. Krass. Ein Koordinatensystem. Die Y-Achse, die X-Achse und die Z-Achse. Tja, auf sowas können wir uns hier offensichtlich nicht verlassen. Oh. Nein, hier will ich noch nicht durch. Da gehe ich gleich weiter. Ziellinie. Interessant. Oh, das ist... Ja, ein Möbiusband. Beziehungsweise ein Möbiusdreieck. Das hat nur eine einzige Seite. Wenn wir nämlich hier lang gehen, können wir auf der anderen Seite raus, bla bla bla, gehen auf der Rückseite lang, kommen dann hier drinnen raus, gehen auf der Seite lang, auf der Rückseite. Und dann habe ich es gerade, glaube ich, verloren. Nee, dann gehen wir hier auf der Rückseite lang und dann kommen wir hier auf der Seite raus, die wir sehen. Gehen hier oben lang, da hinten auf der Rückseite. Bla, auf jeden Fall ist es ein Möbiusband. Das ist nochmal das Möbiusband aus einer anderen Perspektive. Aus noch mehr Perspektiven. Das ist, wow, das ist voll Meta. Krass. Ja, das Pong haben wir schon gesehen, das Pong-Spiel. Ew, was ist das? Mit dem Ding möchte ich nicht des Nachts begegnen. Und auch nicht hier irgendwie im Spiel. Links, rechts, links, rechts. Es ist so ein bisschen wie Twitch Plays Pokémon. Jede Menge Blöcke. Was bist du? Ich will es gar nicht wissen. Interessant. Oui. Das ist auch cool. Ein Globus. Aus Ringen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ich zu vielen Sachen hier nichts sagen kann. Also klar, das Möbiusband, die habe ich erkannt. Aber ansonsten, ich wette, hier sind noch einige Sachen, die auf irgendwelche mathematischen Dinge eine Anspielung sind. Aber ich verstehe es nicht. Also ich sehe es dann nicht. Dazu kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber alles sehr cool gemacht hier, auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut.
Das entspricht aber nicht der echten Zeit. Es ist schon viel später. Genau genommen ist es mitten in der Nacht. Zu einer anderen Zeit kann ich momentan nämlich einfach nicht aufnehmen. Das mache ich nur für euch. Oh, wir haben sogar schon 3 Uhr morgens. Ha, coole Sache. Ja, dann gehen wir mal hier durch und schauen, was wir tun können. Das ist auch so krank. Von außen ist es irgendwie ein Würfel. Auch wenn er da schon seltsam ist, dann gehen wir da rein und kommen in einem ganz anderen Raum aus. When you absorb your surroundings, you may notice things that you didn't see before. Wenn wir unsere Umgebung in uns aufnehmen, dann können wir eventuell Dinge sehen, die uns vorher noch gar nicht aufgefallen sind. Dann nochmal das Gleiche. Und das Gleiche. Nein, warte mal, das war doch schon. Nee, das war ein Bild. Okay. Was genau soll mir das sagen? Vielleicht sind die Bilder unterschiedlich. Moment. Na, da war das Bild. Moment, das geht automatisch. Ah! Okay. Wenn ich eins anklicke, dann gehen die anderen auch wieder zurück. Interessant. Boah, das ist... Oh nein. Nicht euer Ernst. Oh Gott. Oh Gott, ein nicht-euklidisches Labyrinth. Oh Gott, das ist ja fies. Das ist ja richtig fies. Hier komme ich doch her. Oh mein Gott. Ich muss mich an den Farben orientieren. Rot komme ich her. Grün ist irgendwie böse. Okay, blau. Wieder blau und dann jetzt ist links wieder rot. Okay, es hat zumindest ein Muster. Es ist nicht komplett zufällig. Ja gut, nach blau zu gehen bringt mir nichts. Da komme ich nach links wieder nur zu rot raus oder hat sich hier irgendwas verändert? Nee, das ist immer noch das Museum. Na gut. Tja, wie ich das Labyrinth löse oder es zumindest versuche, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, weil ich denke mal, ich habe wieder lang genug aufgenommen. Und ich stelle mich einfach hier... Hey, das ist neu. Das will ich jetzt komplett rumkriegen. So lange müsst ihr jetzt noch angucken. weil das ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht hat sich darauf das bezogen. Es geht aber nur weiter, wenn ich es anvisiert habe, ne? Was wohl passiert, wenn es komplett rumgeht? Das möchte ich gerne wissen. Hatte das vorher auch schon diese Farbe? Das hat gerade die Farbe geändert, oder? Das ist ein bisschen creepy. Ein kleines bisschen. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich irgendwas hinter mir steht. Ich vermute mal, das passiert in diesem Spiel nicht, weil das einfach nicht zum Spiel passt, aber ich habe trotzdem diese Sorge. Das ist kein schönes Gefühl. Oh Mann. Ja, die Hälfte haben wir geschafft. Die andere Hälfte kriegen wir jetzt auch noch hin. Na komm. Ich frage mich, ob es hier in diesem Spiel auch tatsächlich irgendwie ein Ende gibt oder ob wir einfach endlos durch diese Gänge laufen werden und immer andere Wege finden werden, irgendwo hinzukommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und vor allem bin ich sehr gespannt drauf, was passiert, wenn der Timer ausläuft. Na komm, beweg dich. So, fast geschafft. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was passiert. Ob überhaupt irgendwas passiert. Na, da sieht es aus, als wäre da eine Einbuchtung. Hey, das geht da durch. Interessant. Jetzt ist es weg. Oh, hier können wir auch noch lang. Ja, ich möchte jetzt aber nicht zu weit wegwandern, sonst komme ich immer noch irgendwo ganz anders raus. Ich frage mich, ob mir das irgendwas gebracht hat, das jetzt zu machen. Ha, na gut. Vielleicht hat es mir ja hier geholfen. Ob uns das geholfen hat,
dann, das werden wir da beim nächsten Mal sehen. Ich muss gerade an ein, zwei oder drei denken. Ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht? Ja, wie auch immer. Ob wir wirklich hier richtig sind, sehen wir das nächste Mal. Also bis dann. Macht's gut.